Moin moin Freunde der fernöstlichen Kampfkunst und geschärften Klingen. Hier ist wieder Spielverliebt auf Spielverliebt TV mit einem ja etwas versteckten Boss. Habe ich zufällig eben entdeckt. Will ich euch nicht vorenthalten. Bereich ist hier der obere Turm. Dürftet ihr kennen. Ihr lauft hier raus. Und ich habe mich hier gebettelt mit einem und bin zufällig ins Wasser geplumpst. Und hab mir gedacht, taucht da mal unter. Gesagt, getan. Und da ist tatsächlich noch ein Boss. Eine Kopflose nochmal. Der muss erstmal ein bisschen runter. Am besten auf seine Höhe. Und jetzt schwimmt der mal Zirkel. Die Moves fallt ihr ab. Die sind klein. Die geben Grauen. Beziehungsweise da zirkuliert ihr. Bei dem bestimmten Move von ihm ab, wieder mal oder zwei gehen. Der ist es. Das ist der eine. Da könnt ihr einen Schlag machen und abhauen. Er hat aber auch einen härteren von der Sorte, der macht hier zwei Schläge und haut wieder ab. Ja, das ist riskant gewesen. Ist da vielleicht ein bisschen näher ran? Ja, kleinere. Das ist gut. Wäre sogar ein Dritter möglich gewesen, ja. Okay. Ach schon, so. Ja, scheint ein idealer Abstand zu sein. Alter. Ah, okay. Besser. Drei sind gut möglich. Darf euch jemand nicht erwischen, dann seid ihr tot. Ja, ihr könnt sogar machen, mal auch drei, wenn ihr perfekt steht. So wie ich hier. Jetzt sind drei gute Möglichkeiten. Eins, zwei, drei und weg. Das war klar. Weil sie sich versauen zum Abschluss. So. Das war mal, ja, der Kopflose anders. Ungos Geiststurz. Gefallener kopfloser Geist von Ungo, der die Schwächung der Vitalität durch physische Angriffe reduziert. Verbraucht Geistembleme für den erneuten Einsatz. Kopflose sind korrumpierte Helden, die einst für ihr Land kämpften. Dieser Krieger verlor den Verstand. Er wurde wegen versuchter Meuterei enthauptet und seine Leiche sank auf den Boden des Grabens. Okay. Ja, und bei ihm waren auch noch ein paar Geldbeutel, die habe ich mir vorher geholt. Hier liegt auch noch mal was. Könnt ihr das Gebiet... Also, die habe ich alle mitgenommen. Ein paar Items waren hier noch zu finden. Da ist auch zum Beispiel ein Goldkarpfen. Das passt. Da war noch einer? Okay. Gut, kann ich nochmal später nachholen. Ich wollte euch noch was zeigen. Weil ich habe jetzt echt ein Problem gerade erlebt. Von da kam ich. Komme ich hier auch wieder hoch? Das ist die Frage jetzt. Ah ja, klar. Nice. Danke. Nee, warte mal. Ich muss erst mal nachdenken. Wo bin ich da jetzt in die Pfütze gesprungen? Über mir. Ja, müsste ich eigentlich hinkommen. Vielleicht da noch was zeigen. Dann könnt ihr euch den Zinnober nämlich auch gleich sparen. Den ich da hab. Ah, der muss erstmal weg. Ja, aufgrund derer bin ich. Der Hund ist auch noch da. Reingeplumpst.
Und die nächsten Bosse, ich bin jetzt kurz vorm Ende, glaube ich. Bosse, sage ich betont. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es sind wirklich... Ja, ich habe jetzt schon gespoilert. Haha, toll. Freudsche Fehlleistung. Es sind zwei auf einmal. Die sind beide sehr, sehr, sehr schnell. Und den Zinnober will ich mir gar nicht antun. Weshalb ich überlegt habe, wenn ich es schaffe, hier hochzuspringen. Upsala. Dann kann ich mir den ganzen Kram sparen. Müsste man üben, aber er hat ja so einen Doppelsprung, dass ihr dort rauf und dann von hier auf dieses Dach dort vorne springt. Quasi so ähnlich. Also da irgendwie, das ist so ein Skip, der funktioniert tatsächlich, ich habe das im Speedrun gesehen. Müsste ich jetzt üben, dann kann ich mir die beiden Bosse sparen. Also ich kriege das eher hin. Ah, schade. Ah, die Tür, dann mache ich vielleicht nochmal weg. Nein, ich habe mich nicht gesehen. Ich kriege das eher hin, als diese beiden Bosse, bin ich mir ziemlich sicher. Weshalb ich da jetzt nochmal, ja, bestimmt 10 Minuten, Viertelstunde jetzt investieren werde. Aber das geht, Leute. Das könnt ihr mir glauben. Müsst irgendwie um diesen Balken noch rumkommen. Braucht einen anderen Winkel. Also ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, wenn ihr gegenlauft. Ja, ich muss nachher die Kurve ziehen. Das ist schwierig. Ja, vielleicht stelle ich was rein, wenn er mir geglückt ist. Wenn ihr das aber so nicht machen wollt und euch diesen Kampf antun wollt. Aber ich glaube, wenn ihr jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten investiert, dann kriegt ihr das hin und spart euch vielleicht Stunden des Doppel-Moveset-Studiums. Das sage ich euch jetzt schon mal. Ja, bye bye und auf Wiedersehen. Aber so oder so ähnlich. Also Elias hat jetzt einen Speedrun reingestellt von einer Stunde 9. Ist er durchs ganze Spiel gejagt. Natürlich hat er nicht alle Bosse mitgenommen. Und ich habe einen anderen Speedrun noch gesehen. Der ist, glaube ich, hier normal gesprungen. Aber Elias hat es beim ersten Mal, glaube ich, geschafft. Ist hier gegen gelaufen, dann gesprungen und dann... Ah ja, ihr müsst... Ich darf nicht zu nah an den Balken aufkommen. Ich muss mich früher abheben. Und dann müsst ihr in der Kurve fliegen und dann kommt ihr tatsächlich da oben rauf. Was ist das eigentlich? Warte mal. Das ist aber wohl... Ach so, kann ich mich auch so hochziehen? Warte mal. War das schon immer so? Okay. Boah, hier sind ganz schön viele. Okay, Leute. Lasst mich erstmal. Ich kann mich auch so hochziehen. Wieso hat er das denn gemacht? Der ist vielleicht auch neu. Der ist... Naja, wie ihr seht, müsst ihr ein zweites Mal. Aber ich will nicht zu viel spoilern. Im Hirn zurück. So. Ich komme auch so da hoch. Okay, hat sich das erledigt? Außer ihr habt ein Problem mit dem Elite... Shinobi. Was eher nicht anzunehmen ist, dann könnt ihr es tatsächlich mit diesem Sprung machen. Weil ich meine, beim ersten Mal ist dieser Punkt noch nicht da. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, aber darum ging es erst in erster Linie ja nicht. Es ging um einen etwas versteckten Boss, den man nicht unbedingt finden muss. Und um eine Easy-Taktik mal wieder. Bye, bye und auf Wiedersehen.